Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Man sieht schon, jetzt habe ich da ein paar Gewichteln aufgelegt. Rechts sind 5 Gewichteln, links sind 5 Gewichteln. Und der Balken ist in der Mitte. Und wir sehen sofort, die 5 Gewichteln sind gleich schwer wie diese Gewichteln. Jetzt kann man doch niemand verbieten, dass sie eins wegnehmen, wie zum Beispiel das da. Das nehme ich jetzt einfach weg. Und schon sieht man, das ist nicht mehr das Gleiche. Aber wenn ich rechts und links das gleiche Gewicht wegnehme, dann sehen wir sofort, da hat sich nichts geändert. Jetzt sind halt die 4 Gewichteln gleich schwer wie die 4 Gewichteln. Aber immer noch ist gleich. Ich kann hier ruhig noch eins wegnehmen. Das da, da sieht man sofort, jetzt ist links was anderes wie rechts, aber wenn ich links und rechts das gleiche wegnehme, links ist das gleiche wie das rechte. Und was ist, wenn ich keine solche Gewichteln habe? Ja, dann lege ich halt was anderes dazu. Zum Beispiel eine Gabel links und eine Gabel rechts. Merkt ihr das? Ich kann links und rechts das gleiche dazu tun und es ändert sich nichts. Weil das Gewicht da ist das gleiche wie das Gewicht da. Deswegen heißt das Ganze, das ist eine Gleichung. So funktioniert übrigens das Wiegen. Da hat man so ein Set mit lauter Gewichteln. Die kleinsten hat man da meistens schon verloren. Und dann habe ich da so schwarze Linsen und möchte wissen, wie viel das ist. Naja, schauen wir mal. 200 Gramm. Zu wenig. 300 Gramm, zu wenig. 400 Gramm, zu wenig. 500 Gramm, zu wenig. Jetzt tun wir noch ein kleines dazu. Und dann sehen wir schon, ja, wohl, das wird's. Wenn ich da noch eins dazu tue, ist zu viel. Genau. Und dann kann ich zusammenzählen. Weil wir wissen ja jetzt, die Gewichte, das ist das gleiche wie das Gewicht. Und da haben wir 200 Gramm, 300 Gramm, 400 Gramm, 500 Gramm und das kleine ist 10 Gramm. Das heißt 510 Gramm. Was steht da oben? 500 Gramm. Der Rest wird wohl die Verpackung sein.